Wir machen heute mit den Sprüchen der Väter. Wir sind in der im fünften Kapitel, in der dritten Mishnah, eine wunderbare Mishnah. Und zwar, das ist etwas, was eigentlich das Fundament ist für jeden einzelnen Juden ist. Ich lese: Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. 10 Versuchungen wurde Avraham Avinu versucht. Gott hat Avraham mit 10 Versuchungen versucht vom Himmel. Ve'amad bekulam, und er ist aufrecht gestanden an allen Versuchungen. Leodia kamachibato shel Avraham Avinu, um zu zeigen, wie geliebt Avraham Avinu ist. Jetzt, 10 Versuchungen. Für was gibt es diese 10 Versuchungen? Warum 10? Eine Versuchung, 2, 3, 4, 5. Ausgerechnet 10. Und es gibt eine Diskussion bei den Gelehrten, welche von denen sind in diesen 10 inkludiert. Warum 10? Fragt der Talmud. Warum 10? Damit er kommt und seine Belohnung aufrecht bekommen kann. Das heißt, diese Versuchungen, die Avraham Avinu in Versuchung gekommen ist, wo Gott Avraham Avinu geprüft hat, für was? Damit Avraham Avinu kommt und seine Belohnung bekommt. Dann sagt Rashi, diese 10 Versuchungen, sie entsprechen den 10 Sprüchen, mit denen die Welt erschaffen wurde. Wir haben in den letzten Mishnayot, wenn du dich erinnern kannst, vor 2 Mishnayot gelernt, mit 10 Sprüchen hat Gott die Welt erschaffen. Vayomer, und Gott sprach, und Gott sagte, und Gott sprach, es wäre Licht, und Gott sprach, es wird das. 10 Sprüche, damit hat Gott die Welt erschaffen. Das heißt, diese 10 Versuchungen, diese 10 Prüfungen, warum waren sie? Diese 10 Prüfungen von Avraham Avinu, sie entsprechen den 10 Sprüchen von Gott, den 10 Sprüchen von Gott, mit dem Gott die Welt erschaffen hat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shehakol ne'a bedvaro. Dann, dank dem, dass Avraham Avinu in diesen 10 Versuchungen, in diesen 10 Prüfungen gestanden hat, dank dem existiert die Welt. Weil, wie wir wissen, Avraham Avinu, er symbolisiert die Wohltaten, Chesed. Und der Pasuk sagt uns, wir sagen es im Gebet, Titen emet le Yaakov, Chesed le Avraham asher nishbat. Chesed, Wohltaten, das symbolisiert Avraham Avinu. Und im Buch Tehilim sagt König David, Ke amarti olam chesed yibane. Die Welt wird aufgebaut durch was? Durch was gibt es die Existenz dieser Welt? Durch Wohltaten. Das heißt, wenn wir gegenseitig eine dem anderen helfen, wenn wir die Eigenschaft von Avraham Avinu auf uns nehmen, wir sind diejenigen, die die Welt aufrechthalten. Das war bei Avraham Avinu. Dann, Avraham Avinu hat 10 Versuchungen bestanden und dank diesen 10 Versuchungen, Gott hat die Wut, die er in den 10 vorigen Generationen gehabt hat, hat er bei sich gelassen und hat sie nicht rausgebracht. Weil, wie wir in der letzten Mishnah gelernt haben, 10 Generationen von Noach bis Abraham, alle waren Götzendiener, alle waren schlimm. Warum? Um dir zu zeigen, wie langmütig Gott ist und in all diesen 10 Generationen gewartet hat, bis Avraham Avinu kommt. Und dank diesen 10 Versuchungen von Avraham Avinu hat das Volk Israel in der Wüste 10 Wunder erlebt. 10 Wunder in der Wüste, 10 Wunder am Meer. 10 Plagen haben die Ägypter bekommen. Von wo diese 10? Dank dem, dass Avraham Avinu diese 10 Versuchungen durchgemacht hat. Und auch, das war auch eine gewisse Vorbeugung, das Volk Israel hat Gott in der Wüste 10-mal versucht. Das heißt, 10-mal in der Wüste hat das Volk immer rebelliert und immer Gott in Versuchung gebracht. Nun, schau mal, kann Gott jetzt von da Wasser bringen? Kann Gott uns jetzt hier in der Wüste ernähren?
Zehnmal hat sie versucht. Warum? Und das war eine gewisse Vorbeugung, die Avraham Avinu davor schon bestanden hat, 10 Versuchungen, dass sie deswegen nicht bestraft wurden. Deswegen auch in der 10. Versuchung, wir werden gleich sehen, diese 10 Versuchungen, ui, es wird geschrieben, Avraham Avinu hat genommen das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Was für eine Versuchung ist das? Das war die 10. und die schwierigste Versuchung. Und wie steht es in der Torah geschrieben? Messer. Messer auf Hebräisch heißt Sakin. Aber die Torah schreibt nicht Sakin, sondern schreibt die Torah, Vayikach et hamma'achelet. Und er nahm nicht das Messer, sondern das, was das Essen vorbereitet, also womit du das Essen vorbereitest. Du gehst jetzt irgendwo Mersharim, irgendwo einen guten Steak essen. Ohne Messer geht nicht. Du musst das Fleisch schneiden, Brot schneiden. Du brauchst Messer. Und das heißt, hamma'achelet, das, was das Essen vorbereitet, nahm Avraham in die Hand, um seinen Sohn zu schlachten. Entschuldige. Das, was das Essen vorbereitet. Du sag einfach Messer. Nein, hamma'achelet, sagen unsere Weisen. Ein Hinweis von der Torah, um uns zu zeigen, dass all seine Nachkommen, das, was sie essen, bis heute 2018, haben wir zu verdanken zu dieser Tat von Avraham Avinu. Dieses Nehmen vom Messer, um seinen Sohn da zu bringen. Dank dem haben wir heute was zum Essen. Das heißt, diese Versuchungen, die Avraham Avinu dort bestanden hat, das ist für uns etwas, was wir bis heute davon genießen und davon essen. Wenn wir aber genauer anschauen und vergleichen diese Mishnah und die vorige Mishnah. In der vorigen Mishnah wird geschrieben, 10 Generationen waren es von Noach bis Abraham. Und da steht nicht das Wort Avinu, unser Vater. Und da plötzlich in dieser Mishnah 10 Prüfungen, 10 Versuchungen wurde Avraham Avinu geprüft. Da steht das Wort schon Avinu, unser Vater. Was heißt, vorher war er nicht unser Vater, nur jetzt ist er unser Vater geworden. Warum hat man das Wort Avinu in der vorigen Mishnah ausgelassen? Warum nur jetzt hat man sich erinnert, plötzlich die Mishnah erinnert sich jetzt plötzlich, Avinu zu schreiben? Und ich wiederhole und betone jedes Mal, wenn wir etwas zitieren von der Mishnah, vom Talmud, vom Midrash, von der mündlichen Torah, all das sind Lehren, die wir bekommen haben mündlich von Rabbiner zum Schüler, also Schüler bekommen vom Rabbiner, von seinem Rabbiner, von seinem Rabbiner, bis am Ende von am Berg Sinai, Moshe Rabbeinu hat direkt von Gott all diese Lehren bekommen. Und auch da, das heißt, Gott sagt zu Moshe Rabbeinu, am Anfang sagt er nicht Avinu, und jetzt sagt er Avinu, Avraham Avinu, warum? Um uns zu zeigen, dass unser Vater Avraham Avinu ist nicht nur chronologisch Generationen, ich bin der Sohn von, nein, sondern unser Vater Avraham Avinu, womit ist er unser Vater? Dass er uns seine Eigenschaften, seine Kraft zu stehen in diesen 10 Versuchungen uns weitergegeben hat. Das heißt, dass wir heute Kraft haben, in irgendwelche Versuchungen zu stehen, das haben wir zu verdanken, wem? Unserem Vater Avraham Avinu. Ja? Und das sagt uns der Talmud, Shabbat Seite 130, jede Mitzwa, die das Volk Israel auf sich genommen hat und dafür sein Leben geopfert hat, existiert bis zum Ende. Und das, was sie mit Freude angenommen haben, machen sie bis zum Ende immer mit Freude. Als Beispiel, 2 Beispiele, wofür wir damals schon immer unser Leben geopfert haben, das war Brit Milah und Götzendienst. Jeder Jude, auch heute, nimm den einfachsten Juden und komm zu ihm und sagt ihm, entweder du machst Götzendienen oder wir bringen dich um. Jeder wird sein Leben opfern und sagen, nein, ich mache das nicht. Und auch Brit Mila dasselbe. Das heißt, seit damals, und von wo ist das? Das ist etwas, was wir bekommen haben von unseren Vorvätern, von bis zu Avraham Avinu. Von da hat es begonnen. Und diese Kraft hat Avraham Avinu uns weitergeleitet.
Wir werden gleich noch jetzt aufzählen, alle diese 10 Versuchungen. Sagen unsere Weisen, dass du musst aufpassen. Diese 10 Versuchungen, die aufgeschrieben worden sind in der Tora, diese 10 Versuchungen, dort drinnen kann jeder finden, seine Prüfungen und seine Versuchungen zwischen Gott. Du musst dich ein bisschen konzentrieren und irgendwo in diesen 10 findest du dich selbst, wo du manchmal in einer Versuchung stehst, machen oder nicht machen, ja, nein, ja, nein. Du musst noch ein bisschen gescheit genug sein, um das Ganze drinnen dich zu finden. Und diese Kraft, von wo haben wir das? Diese Kraft haben wir von Avraham Avinu. Es wird erzählt, unsere Weisen erzählen im Midrash und im Talmud, die berühmte Geschichte von Chana und ihre 7 Kinder. Alle haben diese Geschichte schon gehört. Grausame Geschichte, gab einen König, hat gezwungen, Götzen zu dienen. Chana hatte gehabt 7 Kinder. Vom Ältesten angefangen, diene den Götzen. Und jeder sagt ihm, nein, ich nicht. Bis am Ende, der Kleinste, er sagt ihm, du, ich werde meinen Ring auf den Boden werfen. Und du tust so, als ob, damit ich schade, dich umzubringen. So ein süßes kleines Kind. Ich will dich nicht umbringen. Deswegen, ich werde meinen Ring runterwerfen und du nimm es. Und sogar dieses kleine Kind sagt ihm, nein. Der Midrash, wenn jemand drinnen im Midrash liest, detailliert ein bisschen mehr. Ich will euch nicht, oder wisst ihr, was ich erzähle? Das ist ein bisschen grauselig, was dort geschrieben steht. Der Midrash erzählt, er kommt zu dem einen, er stellt alle 7 Kinder in einer Reihe, nimmt den Großen, dienst du jetzt den Götzen oder nicht? Und daneben hat einen großen, kochenden Fass, oder wie sagt man das? Topf. In einen großen kochenden Topf gestellt. Er sagt, entweder du dienst jetzt den Götzen oder wir werden dich leidend umbringen. Nein, man hat ihm seine ganze Haut ausgezogen. Also, das ist grausig, detailliert in diesem Midrash. Dann hat man ihn in diesen Topf reingegeben, aber damit er nicht so schnell stirbt, hat man das Feuer erniedrigt und ein bisschen langsamer, dass er langsam, mit Leid, dass er stirbt. Im Machschemo, Veshem Zichro, dieser König, ja. Und jetzt alle anderen 6 Jüngeren, die sehen das. Er kommt zum Zweiten, sagt ihm, nur, hast du gesehen, wie dein Bruder gelitten hat? Komm, bin dein Götzen oder dasselbe passiert mit dir? Sagt ihm, glaubst du, ich bin schwächer als mein Bruder in meinem Glauben? Mach mir dasselbe und noch schlimmer und ich werde nicht Götzen dienen. Und das Ganze mit allen 7 Kindern, eins nach dem anderen, bis dem letzten mit dem Ring. Und auch der Kleinste, der 1-2 Jahre Kind, war tapfer und hat sein Leben geopfert. Aber vor der Hinrichtung, eine kleine Sache. Lasst mich den letzten, lasst mich ihn küssen, bevor er hingerichtet wird. Sie kommt zu ihm und flüstert ihm in Zorn und sagt ihm, mein lieber Sohn, du wirst jetzt in den Himmel kommen, dort wirst du sicher sehen, Avraham Avinu. Geh und sag Avraham Avinu, Avraham, du hast einen Sohn geopfert, ich habe 7 Söhne geopfert. Und dann hat man ihn hingerichtet und sie vor lauter Leid war am Dach, ist runtergefallen und ist gestorben. Chanavishivat Baner. Grausliche Geschichte, schmerzhafte Geschichte, aber siehe da, tapfere 7 kleine Kinder, die ihr Leben geopfert haben, um nicht Götzen zu dienen. Nun, aber was ist das jetzt? Sie sagt, geh, sag ihm, du hast eins geopfert, ich habe 7 geopfert, was ist da irgendwo jetzt ein Wettrennen, wer opfert mehr? Das hat sie nicht gemeint, sondern sie hat ihm gesagt, du, sag Avraham, Avinu Avraham, ja, ich habe 7 geopfert. Aber weißt du, von wo ich die Kraft gehabt habe, diese 7 Kinder zu opfern? Weil du ein Kind dargebracht hast, wolltest darbringen. Wegen dem, dass du diese Versuchung durchgemacht hast, du hast deinen Sohn opfern wollen, wegen dem habe ich die Kraft gehabt, weil du bist Avraham Avinu. Avraham, unser Vater, der uns die Kraft gegeben hat, in diese Versuchungen durchzustehen. Und deswegen, all diese 10 Versuchungen, die wir haben, müssen sehen,
sich selbst drinnen. Ich werde jetzt aufzählen, eins nach dem anderen. Und werden wir sehen, wie das manchmal sehr, sehr passt. Ich hoffe, es wird sich zeitlich ausgehen. Erste Versuchung, die steht gar nicht in der Tora geschrieben. Das lehren unsere Weisen vom Pasuk. Vayamut Haran al pnei Terach Aviv. Haran, der Bruder von Abraham, ist gestorben. Zur Zeit, wo sein Vater gelebt hat. Was war dort? Das ist Nisayon Ur Kasdim. Ur Kasdim, Kasdim, Irak dort. Und es gab einen bösen König Nimrod. Nimrod hat Götzen gedient. Der Vater von Avraham Avinu, Terach, er war der Hauptverkäufer, Großhändler von diesen Götzen. Und Avraham Avinu schon mit klein, mit 3 Jahren beginnt zu denken, Moment, was ist das für ein Unsinn? Wie kann man eine Puppe, die ich jetzt erschaffen habe, dienen? Kurz gesagt, hat die diskutiert, hat alle Götzen kaputt gemacht. Ihr kennt alle diese berühmte Geschichte, ja? Eines Tages, er sitzt allein im Geschäft, kommt eine alte Frau, 80-Jährige, sagt ihm, du, ich habe da gebracht ein Plov. Ah, für was Plov? Ich will das da bringen, den Götzen. Frau, wie alt sind Sie? Ah, 86. 86? Dieser Götze vor 2 Wochen ist aus dem Ofen rausgekommen, den hat er vor 2 Wochen gemacht. Wie können Sie mit 86? Na, bring es da. Er legt es dort neben dem, sie geht weg. Was hat er gemacht? Genommen einen großen Hammer und alle kaputt gemacht und nur bei einem großen da gelassen mit dieser Plov-Schüssel und den Hammer in die Hand gelegt. Kommt sein Vater Terach, sagt, was ist passiert? Sagt aber, oh, du weißt nicht, war eine Frau da, hat gebracht diesen einen Plov und alle haben da gekämpft, jeder wollte diesen Teller haben. Bis der Große hat alle kaputt gemacht und jetzt er will alleine essen. Sagt ihm Abraham, bist du verrückt? Wie können Götzen was? Nein, nein, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Mund, aber sie sprechen nicht. Sagt ihm Abraham, bin du nur Vater? Deine Ohren sollen hören, was dein Mund spricht. Warum dienst du dann? Oh gut, da diskutiert bis am Ende. Er bringt ihn zu Nimrod, bringt ihn zum König. Ich weiß nicht, ich habe deine kleinen Rebellen, er rebelliert, geht gegen mich, geht gegen deine Gesetze. Nun, Nimrod sieht Abraham und sagt, Abraham, was soll das sein, warum? Versucht ihn zu überreden. Sagt er, nein. Er sagt, weißt du was? Komm, lass alles, dien dem Feuer. Feuer ist was Starkes, verbrennt alles, ist stark. Sagt ihm Abraham, schau, bevor ich dem Feuer diene, gibt es Wasser, ist stärker. Wasser löscht das Feuer. Dienen wir lieber dem Wasser. Du hast recht, Wasser. Nun, dann vielleicht dienen wir lieber den Wolken. Warum Wolken nehmen das Wasser? Wolken, dann dienen wir den Wind. Entweder du dienst oder Urkasdim, ein großes Lagerfeuer gemacht und wir schmeißen dich dort in dieses Feuer rein. Ich schmeiß mich rein, aber ich werde nicht Götzen dienen. Man schmeißt ihn rein und im Himmel war eine große Diskussion. Alle Engel, jeder hat gesagt, ich komme runter und rette Avraham Avinu. Das war der einzige Gläubige an Gott. Ich gehe runter, nein, ich, Gabriel, Michael, jeder hat gesagt, ich gehe runter, bis Gott sagt, nein, nein, nein. Avraham ist der einzige in seiner Welt, der einzige Gläubige in seiner Welt. Und ich bin der einzige in meiner Welt. Der einzige wird retten den einzigen. Und Gott sagt, ich werde persönlich kommen und Avraham von dort retten. Nisayon Ur Kasdim. Große Versuchung. Das heißt, wir haben noch gar nicht diese Versuchung überhaupt verstanden, wenn wir sagen große Versuchung. Was war noch dahinter? Irgendwas. Avraham Avinu, er ist der einzige Gläubige auf der ganzen Welt. Er ist der einzige, der Gott repräsentiert. Wenn er jetzt ins Feuer reingeschmissen wird, was passiert dann? Nicht für mich, nein, aber für Gott. Gott, es wird niemand mehr da geben, der deinen Namen verherrlichen wird. Der Sikuya Rabim, Afatzata Torah, der die Torah verbreiten wird, es wird niemanden geben. Mit mir endet alles dann. Vielleicht werde ich so machen, so tun, als ob ich werde jetzt dienen. Dann bin ich ihm los, ja, politisch. Ich bin nicht ihm los und dann kann ich weiterhin Gottes Namen verherrlichen und weiterhin mich mit der Tshuva beschäftigen. Avraham Avinu denkt nicht einmal darüber. Moment, ich habe meine Pflicht. Ich muss denken, was muss ich tun? Aber es wird später, für Gott zahlt es sich nicht aus. Das ist ein Problem.
und er lässt sich ins Feuer werfen. Er lässt sich ins Feuer werfen, Avraham Avinu. Aber warum dieses Wunder steht gar nicht in der Tora geschrieben? Steht nur geschrieben, Haran ist gestorben, als sein Vater. Warum Haran ist gestorben, als sein Vater lebte? Was war dort? Der Bruder von Avraham Avinu, Haran, er hatte Angst gehabt. Was soll ich jetzt sagen? Auf welcher Seite bin ich? Bin ich auf Seite von Avraham oder auf der Seite von Nimrod? Er hat gesagt, ich werde jetzt warten, ich werde schauen. Wenn Avraham Avinu lebendig vom Feuer rauskommt, dann sage ich, ich bin auf der Seite von Avraham. Wenn nicht, dann bin ich Nimrod. Das ist einfach irgendwie so ein Mischmasch. Halb da, halb dort. Er hat gesehen, Avraham ist lebendig rausgekommen. Er sagt, ich bin mit Avraham. Ich bin tapfer. Kein Problem, wir versuchen. Man schmeißt ihn raus, noch auf dem Weg. Jizz, 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 und nichts ist übrig geblieben. Ja? Das heißt, und deswegen sagt die Tora, Vayamot Sham Haran al Pnei Terach Aviv. Aber warum steht diese Versuchung? Es ist starke Versuchung. Es gibt noch Versuchungen, die in meinen Augen vielleicht kleiner sind sogar als diese Versuchung. Ins Feuer reinwerfen. Warum steht aber diese so starke Versuchung nicht direkt in der Tora geschrieben? Dass Avraham Avinu bereit war, sein Leben zu opfern. Es gibt einen Pasuk in Tehilim. Mi ya'ale be'ar Hashem. Wer steigt auf den Berg Gottes? Nicht viele können raufsteigen. Ist nicht einfach. Mi ya'ale be'ar Hashem. Fortsetzung. Er lässt Stille manchmal, oder? Und mi yakum bimkom kodsho. Und wer steht am heiligen Platz? Das heißt, erste Frage, wer steigt auf dem Berg Gottes? Das heißt, wer steigt in Höhe, wer geht in hohe Stufen rauf? Wer bringt sich zu einem hohen Level? Gibt es viele. Jeder kann für kurze Zeit ein großer Zadik sein. Aber die große Frage ist, Umiya Amod bimkom kodsho. Du hast schon irgendeine hohe Stufe erreicht. Wie lange kannst du bleiben in dieser Stufe? Das ist die große Frage. Aufsteigen ist nicht da, ist auch nicht einfach. Aber es ist nicht so schwer wie auch oben aufrecht zu bleiben. Und deswegen, was ist schwieriger? Für Gottes Namen zu sterben? Oder für Gottes Namen zu leben. Zu leben. Lichiot al Kiddush Hashem. Lebe für Gottes Namen. Nicht sterben. Sterben einmal, du springst ins Feuer, bist weg. Und was dann? Zu leben für Gottes Namen. Lichiot al Kiddush Hashem. Und deswegen, es gibt viele, viele Gebote bei uns. Ja? Wo du siehst, wir sehen das auch zum Beispiel. Wir haben Yom Kippur. Yom Kippur. Psch. Alle sind wie Engel, alle sind Tzadikim. Obwohl die Strafe für das Nicht-Einhalten von Yom Kippur geringer ist als die Strafe vom Nicht-Einhalten von Shabbat. Wie viele sind so streng am Shabbat und wie viele sind so streng am Yom Kippur? Warum? Aufsteigend für einen Tag kann jeder Tzadik sein. Aber ständig, diese Ständigkeit, das ist die große Kunst. Zu leben für Gottes Namen, zu leben al Kiddush Hashem. Das ist die große Kunst. Und noch dazu Shabbat. Shabbat musst du nicht fasten. Shabbat musst du nicht den ganzen Tag im Gebet stehen. Du hast Mitzvot ohne Shabbat. Hey, zu genießen am Shabbat. Trotzdem schau, wie viele da so ordentlich und furchtbar jedes kleine Gebot einhalten. Wie viele dort. Warum? Kurzfristig ist alles leicht. Tfilin. Jeder von euch war Bar Mitzvah, man fährt bei den vielen fährt nach Jerusalem an der Klagemauer, und alle sind aufgeregt. Erste Mal Tfilin, man küsst sie 20 Mal. Jede zwei Minuten man schaut, ist es wirklich in der Mitte oder? Erster Tag. Mi alle darashe. Aber mir kumbim komkocho. Diese Aufregung. Jeden Tag, tagtäglich beim Binden der Tfilin. Hast du sie immer? Nach ein, zwei Jahren schon, man muss sich erinnern. Hast du die Tfilin gelegt? Oh, ich habe vergessen. Wie vergessen? Bar Mitzvah hast du nicht vergessen. Bei der Hochzeit. Mann und Frau, du bist mein Schatz, ich bin dein Schatz, hin und her, da und dort.
Erster Tag ist immer leicht. Miyakum bim konkocho, zu leben 120 Jahre, das ist nicht so einfach. Ja? Ist nicht so einfach. So. Und deswegen, jetzt, erster, wenn die Sayon war, die erste Versuchung, Urkasdim, ins Feuer werfen. Zweite Versuchung, Lech Lecha. Gott sagt zu Abraham, Abraham mit 75 Jahren, Lech Lecha, geh, verlasse deine Heimat, verlasse dein Vaters Haus, verlasse alles, was du jetzt 75 Jahre lang aufgebaut hast und geh weg. Lech Lecha, Merzecha, wohin? Dorthin, wo ich es dir zeigen werde. Aber Moment, wohin? Welche Stadt? Welche Richtung? Ich zeige dir schon auf dem Weg, wohin du gehen sollst. Was soll ich in Waze eingeben? Gar nichts. Geh und du wirst bald dein Ziel irgendwann einmal erreichen. Abraham hat diese ganze Zeit, und jetzt noch eine wichtige Sache, dass wir nicht vergessen. In all diesen 10 Versuchungen, wie war Abraham Avinu? War er traurig oder war er fröhlich? Abraham Avinu in all seinen Situationen, er war fröhlich. Warum? Wir haben eine Grundregel. Eine Prophezeiung kann man nur bekommen, wenn man fröhlich ist. Jemand, der traurig ist, kann keine Prophezeiung bekommen. Und, Aussicht, ich mache kurz Cut, ja, Abraham Avinu, David Amelech, König David, Psalmen, Tehilim, wenn man das liest und versteht, was dort geschrieben steht, er hat so viel Leid in seinem Leben gehabt. Und auch er hat die Kraft von Abraham Avinu bekommen. Aber so viel Leid, eins nach dem anderen. Er wird verfolgt von seinem Sohn. Sein Sohn will ihn umbringen. Verfolgt von seinem Schwiegervater. Und da, und dort, hin, her, da, dort. Und in dieser ganzen Zeit hat er die Psalmen, Tehilim, hat er verfasst, geschrieben. Wie hat er das geschrieben? In Ruach HaKodesh. Das heißt, David HaMelech in all dieser Zeit war fröhlich. Auch der Abraham Avinu. Damit Gott mit ihm redet und ihm den Weg zeigt, das ist, er muss fröhlich sein. Verlasse deinen Ort, verlasse den Platz, wo du gerade bist. Wow. Wie aktuell ist es für uns? Manchmal, du bist ja eine Gesellschaft. Lauter Chicos, jeder schlimmer als der andere. Der macht dort Blödsinn, der andere macht nun. Und du musst jetzt, Gottes Wort ist für dich manchmal, verlasse den Ort. Geh jetzt und dort. Und du hast aber, ich habe dir alles aufgebaut, ich habe so lange gearbeitet. Ja, verlasse es. Oder ein junges Ehepaar, das heißt, Alkenia, Azov, Ish, Avive, Imo, Vedavag, Vishto. Wenn man heiratet, dann muss man manchmal auch, obwohl es weht, man muss die Eltern ehren und sie sind und die Krone auf unserem Kopf. Aber man hat eine Familie gegründet und man muss manchmal auch, obwohl es uns sehr, sehr weh tut, auch manchmal die Eltern ein bisschen auf die Seite lassen und uns mehr um unseren Ehepartner kümmern. Lech lecha. Lech lecha me'arzecha u'moletcha u'bet avicha. El arz, dorthin, wo ich es dir zeigen werde. Und über dieses Lech lecha, dieses Herumwandern, ich habe mich über mich selbst gefragt, Moment, was für ein Zigeuner bin ich? Von da dorthin, wir wandern von hin, her, da, dort, da. Viele von uns, ja, keinen fixen Standort. Heute sind wir da, morgen, wer weiß, wo wir sind. Überhaupt das ganze jüdische Volk. Vertrieben von einem Platz zum anderen, von da, dort. Von wo kommt das? Abraham, Abinu, Lech Lecha. El Aretz, Asher Areka. Nun, zweite Versuchung. Haben wir auch geschafft. Auch die war nicht einfach. Dritte Versuchung. Was sagt ihm Gott? Geh dorthin jetzt lang und was wird dort sein in diesem einen Land, das ich dir zeigen werde? Oho, Barbarechecha, ich werde dich segnen. Bagadela Shemecha, dein Name wird erhoben sein. Und du wirst viele Kinder bekommen und du wirst reich sein und das ganze Land wird dir gehören. Dritte Versuchung. Abraham kommt dorthin, weil er hier auf Barez, Hungersnot. Reich sein. Nichts zum Essen gibt es dort. Wo Gott, du hast nicht versprochen. Die dritte Versuchung. Bleibst du aufrecht? Glaubst du noch immer weiter an Gott? Bist du wirklich jetzt stark in deinem Glauben, um zu wissen, dass Gott weiß, was er tut?
Und nicht alles, was in unseren Augen ausschaut, dass es gut ist, nicht immer gut für uns ist. Bei Jehira war es. Wie oft haben wir diese Versuchung? Aber Quodarav, sie haben uns zitiert, schwarz auf weiß. Ubechanunin Abazod, jemand, der das macht, wird reich sein. Ich habe gekauft Birkata Parnassa, öffne der Tore von der Parnassa. Wo das Ganze? Ja, nur Milch in der Bank. Oder gibt es die Sgula in Chanukka? Wenn man hüpft siebenmal, sicher, wenn man die acht Tage ordentlich angezündet hat, das vergessen manchmal. Ja? Und wenn jemand heiraten will und hüpft siebenmal drüber, noch in diesem Jahr wird heiraten. Boah, ich habe schon 10 Jahre lang geübt, gibt's gar nichts. Ja, das ist die Versuchung, dritte Versuchung. Kommt darauf an, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Wo sind die Versprechen der Torah? Am Israel, das Volk Israel, ist das Volk, das Gott sich auserwählt hat. Vayera war es, dritte Versuchung. Vierte Versuchung, er kommt nach Ägypten. Und er hat Angst, dass jetzt seine wunderschöne Frau Sarah, dass sie jetzt weg, Ägypter sie wegnehmen. Er hat sie versteckt in einer Box, damit sie niemand sieht. Er versucht jetzt die Grenze zu überqueren, Grenzkontrolle. Ich weiß nicht, ob heute noch die Menschen wissen, was Grenzen sind, ja. Aber damals, wo es noch Grenzen gab, Grenzkontrolle, ja, was hast du hin, her, da, Zahl und Steuern, was hast du in dieser Box? Ist egal. Wie viel wolltest du Steuern dafür? Ich bezahle. Du hast sicher hier Silber. Ich zahle Steuern für Silber. Aha. Das heißt, du hast etwas Wertvolles. Gold. Ich zahle Steuern für Gold. Du hast sicher Diamanten. Ich zahle Zoll für Diamanten. Alles, was ich zahle, sagt wie viel ich zahle, aber ich will es nicht öffnen. Nein, du öffnest es jetzt. Sie waren neugierig, was gibt es da drinnen? Die machen auf, sehen plötzlich eine wunderschöne Frau, lauter Ägypter, dort plötzlich eine hübsche Sarah. Wunderbar, diese Frau passt zu Paro. Man bringt, nimmt seine wunderschöne Frau Sarah, Zadika, Zadegen, unsere Mutter. Nimmt man zu wem? Zu diesem kleinen, 50 cm großen Paro. Mach Shemu, Beshem Zichru. Und dort? Auch da, Avraham Avinu konnte sich beschweren. Ah, was Gott, was machst du mir? Und wo? Ich bin ein Zadik, ich gehe deinen Weg. Warum muss ich so viel leiden? Avraham Avinu gar nichts. Lieber Gott, du weißt, was zu tun ist. Er betet, auch Sarah betet dort. Nicht nur das, Gott hat geschickt einen Engel und dieser Engel hat ihn geschlagen, den Paro. Er wollte sie angreifen, sie sagt, schlag. Und der Engel gibt ihm eine Watsche. Schlag, gibt ihm noch eine, bis er nachher sie befreit hat. Fünfte Versuchung, der Krieg gegen die vier Könige. Es gab einen, zuerst davor gab es einen Krieg, wo vier Könige, vier starke, gigante Könige, fünf andere Könige besiegt haben. Und diese vier Herrscher von der ganzen Welt, sie haben seinen Neffen Lot als Geisel genommen, in Gefangenschaft. Avraham Avinu jetzt, er muss jetzt gehen und ihn befreien, diesen Lot befreien. Er muss Lot befreien, deswegen zieht er mit seinen Hausleuten, 318 Hausleute, mit Rashi wird erzählt, 318, Gimatre Eliezer. Er hat genommen Eliezer, er und Eliezer, zwei Chicos, er war schon über 100 Jahre, ja? Nein, 75. Jemand nach Pension. Und beide gehen in den Krieg gegen wem? Gegen die mächtigen vier Könige. Mit Soldaten, mit hin, her und alle waren ausgerüstet. Große Versuchung. Wie? Zwei gegen die ganze Welt. Was für eine Chance haben wir? Aber das ist meine Pflicht. Das muss ich jetzt tun. Ich muss meines tun. Er zieht in den Krieg, geht dorthin. Und genau das, diese Versuchung, leider Gottes, hat das Volk Israel schon seit ewig immer. Krieg, wo wir wenige gegen viele, gegen große. Und noch dazu, trotzdem werden wir immer beschuldigt. Wir sind immer die Bösen, immer die Schlechten. Ja. Auch da, das ist auch eine Prüfung Gottes. Gott prüft uns da. Oiwei. Sechste Prüfung. Brit ben Abetarim. Bündnis zwischen Avraham und Gott. Gott sagt ihm, ich will mit dir ein Bündnis schließen. Und zwar, das ganze Land soll dir gehören. Eretz Israel, alles soll dir gehören, dir und deine Nachkommen.
Und hin und also Abraham sagt, aber Moment, lieber Gott, ich habe ja keine Kinder. Sagt Gott, du wirst bekommen, siehe, wie viele Sterne im Himmel, wie viel Sand am Boden, all das, so viele Kinder wirst du bekommen. Sehr schön, sehr gut. Aber dann sagt er ihm, aber du sollst wissen, dass dein Nachkommen, deine Kinder, sie werden 400 Jahre lang versklavt sein in einem Land, das nicht ihnen gehört. Und er zeigt Abraham Avinu in diesem Bündnis, zeigt Gott Abraham Avinu alle Exile, die das Volk Israel durchmachen wird. Beginnend mit dem Exil in Ägypten, wo das Volk Israel dort, Paro jeden Tag 150 Babys, er hat gehabt ein Hobby, dieser Paro, jeden Tag hat genommen in der Früh, geschlachtet 150 jüdische Babys und ihr Blut in die Badewanne gegeben. Plus 150 am Abend und hat in diesem Blut gebadet. Jeden Tag. Jemand, der nicht genug Ziegelsteine gebaut hat, man hat seine Kinder genommen und statt Ziegelsteine reingespachelt in die Wände. Katastrophal. Das zeigt Gott alles Abraham Avinu in diesem Bündnis. Die Zerstörung des Tempels, die Gerichte, alles zeigt Gott Abraham Avinu. Und da, Vine, Ema, Furcht, Finsternis, Abraham Avinu hat Angst. Vemin Ba'ashem, aber trotzdem, er hat an Gott geglaubt, Ba'achshever Otsedaka. Auch Gott hat gesagt, das ist gut von dir. Trotzdem allem, das war. Sechste Versuchung. Siebente Versuchung. Uff. Mit 99 Jahren sagt Gott zu ihm, und jetzt nimm und mach eine Brit Milah. Mach eine Beschneidung. Psch. Und noch dazu wie? Nicht, dass jemand kommt, ein Mohel, und macht dir. Nein. Du mit deiner eigenen Hand. Puff, das ist, ja, mit deiner eigenen Hand musst du nehmen und Kaparat Avonot. Tut sehr weh. Ich habe es nicht versucht, aber. Und das heißt, was hat das mit uns zu tun? Ja, manchmal musst du auch deinen Körper leiden lassen. Jetzt nicht so arg wie Abraham Avinu. Es ist kalt draußen und du musst in der Früh kommen, im Minyan beten. Aber mein Körper leidet, es ist kalt. Ja, ja. Abrahams Körper hat auch gelitten. Und manchmal musst du Fasttage, du musst fasten, du darfst nichts essen. Und manchmal musst du dies und jenes tun, wo dein Körper ein bisschen leidet. Ich bin mir sicher, nicht so wie Abrahams Körper damals. Ja? Aber ein bisschen leidet dein Körper. Von wo bekommst du die Kraft? Von Abraham Avinu. Abraham Avinu, Abraham, unser Vater, hat uns diese Kraft gegeben. Dann war der Avimelech, der König von Gerar, hat wieder seine Frau entführt. Das war die achte Versuchung. Neunte Versuchung. Garesh et Benha et Amazot ve et Bena. Sarah sagt zu Abraham und dann Gott sagt ihm, höre zu Sarah. Neunte Versuchung. Jetzt immer die Versuchung wird immer schwieriger und schwieriger. Gott sagt zu Abraham Avinu, du hast geheiratet mit Hagar. Hagar hat einen Sohn gebracht, Ishmael, mit 86 Jahren. 14 Jahre später kommt Yitzhak. Und jetzt sagt Gott zu Abraham Avinu, deine Frau, mit der du geheiratet hast, Hagar, mit diesen Banditen, Ishmael, nimm beide und vertreib sie aus deinem Haus. Schmeiß sie weg, schmeiß sie raus. Garesh et ha'amazot ve'et bena, vertreibe diese Magd und ihren Sohn. Wie? Abraham Avinu, er ist derjenige, wie gesagt davor schon, Chesed, jemand, der die Wohltat symbolisiert, jemand, der Gutes tut, der hatte gehabt ein Zelt mit vier Himmelsrichtungen, überall einen Eingang. Und jeder, der hungrig ist, kommt zu ihm gratis essen, gratis schlafen. Er bringt alle Gäste zu sich und jetzt sein eigenes Fleisch und Blut rausschmeißen. Starke Versuchung. Starke Versuchung. Seine Frau, weg. Schick sie fort. Manchmal, aktuell, manchmal kommen Jungs, ich habe ein Problem, ich war 10 Jahre mit einem Mädchen zusammen, mit einer Goya, aber jetzt, was soll ich machen? Ich will Tshuva machen. Was soll ich ihm sagen? Garesh ha'amazot ve'et bena. Du musst. Abraham Avinu hat schon diese Versuchung gehabt. Das heißt, du, von dir
obwohl es sehr, sehr schmerzhaft ist, aber du sollst wissen, du bekommst diese Kräfte schon von deinem Vater Abraham Avinu. Manchmal muss es sein. Manchmal muss es sein. Warum? Weil man kann nicht vermischen. Schwere Versuchung. Und was werden die Leute sagen? Alle werden sagen, er bringt Fremde, aber sein eigenes Fleisch schmeißt er raus. Ja, wenn das Gottes Wille ist, dann muss man das tun. Und dann, Eugewalt, die 10. Versuchung, die schwierigste Versuchung. Kachna et bin chai techidecha, nimm deinen einzigen, deinen lieben Sohn, den du liebst, den du nach 100 Jahren bekommen hast, Yitzhak, dem ich dir kurz davor versprochen habe, dass kibe Yitzhak ikarele chazara, das heißt, all meine Versprechungen, das ganze Land wird dir gehören. Und das Ganze, all das, was ich versprochen habe, kibe Yitzhak, von Yitzhak wird der Nachkommen sein, nicht ganz Yitzhak, von Yitzhak. Kibe Yitzhak ikarele chazara. Und jetzt diesen einen Yitzhak, nimm ihn und schlacht ihn, bring ihn als Opfer nach. Uff, was für eine Versuchung. Wie viele Fragen kann er jetzt im Kopf haben? Moment, wie? Du hast gestern so gesagt, heute sagst du so. Wie ist das möglich? Paradox? Nein, keine Frage. Gott sagt, wenn das meine Pflicht ist, dann muss ich es tun. Und noch dazu, Abraham, wenn du zu seiner Zeit gab es einen Götzendienst. Welchen Götzendienst gab es da? Molech. Was war Molech? Jeder Vater hat genommen seinen eigenen Sohn und ins Feuer reingeworfen. Molech. Eine Darbringung von seinen Kindern. Und Abraham Avinu in seinen Schurim, was hat er dann gesagt? Rabotai, man darf keine Menschen darbringen. Verboten. Man darf nicht Menschen. Und man darf nicht. Und überall, alle seine YouTube-Channels, nur darüber gesprochen. Man darf das nicht machen. Man darf. Plötzlich kommt er und seinen eigenen Sohn. Wie? Du redest so und machst was anderes? Ja, aber Gott hat mir gesagt. Ui, Sherona Borodinisayon, schwierige Versuche. Das ist Gottes Wille, ich muss das machen. Ui. Es steht geschrieben, dass diese 10. Versuchung, allein wenn man diese Geschichte wiederholt in seinen Gedanken, das kann dich von jeder Not befreien. In jeder Zeit der Not, in jeder Zeit, wo du etwas Dringendes von Gott brauchst, mach den Chumash auf in Bereshit. Und liest diese Parasha, Vayechara Devarim Haele, diese 10. Versuchung von Abraham Avinu, und dank dem wird Gott dich retten. Dank dem, dass Abraham Avinu da gestanden ist. Und am Anfang, was haben wir gesagt? Lech Lecha, das was geschrieben steht in der Tora, die erste Versuchung von der Tora war Lech Lecha. Gehe, verlasse dein Haus. Und die letzte Versuchung, nimm deinen Sohn und gehe hin. Beide mit Lech Lecha, sowohl der erste als auch der Anfang, um uns zu zeigen. Abraham Avinu, in der ersten Versuchung, er musste sich trennen von seiner Vergangenheit. Lösch deine ganze Vergangenheit weg. Du hast Tschuwa gemacht. Ah, alle meine Freunde und meine ganze Clique, die sind ja nicht... Wenn du sie nicht dazu bringen kannst, zu deinem Niveau zu kommen, dann musst du alle weglöschen. Kontakte gehen, alle Kontakte löschen. Wenn es nicht anders geht. Du musst versuchen, sie zurechtzuweisen. Versuchen, aber wenn es nicht geht. Die erste Versuchung, Lech Lecha, war, er musste sich trennen von seiner Vergangenheit. Und die letzte Versuchung war, er musste sich trennen von seiner Zukunft. Ich sag, meine Zukunft. Das heißt, sowohl manchmal von der Vergangenheit sich trennen, die Vergangenheit vergessen, sowohl die Zukunft, all das ist eine Prüfung. Manchmal musst du dich von diesen Sachen trennen. Jetzt. Wir sehen, dass die Nisyonot, die Prüfungen, warum gibt Gott uns Prüfungen? Ich werde es versuchen, ganz so kurz für mich zu halten jetzt. Warum gibt uns Gott diese Prüfungen? Nisayon. Zwei Sachen gibt es. Nisayon kommt vom Wort, im Hebräischen, vom Wort Prüfung, aber auch Leharim Nes, um erheben, raufzubringen. Das heißt, die Prüfungen sind dazu, dann nicht um dich zu quälen, sondern entweder um zur Prüfung
in welchem Niveau bist du? Oder um dich zu erheben, dass du in einem höheren Niveau bei Gott kommst und eine höhere Belohnung nachher bekommst. Warum? Ki Adam Yerela Einayim, Ve Hashem Yerela Levav. Der Mensch sieht zwar den Menschen, aber Gott weiß, was in deinem Inneren ist. Und da stellt sich die Frage, Moment, Gott braucht etwas, er weiß ja alles. Braucht er jetzt irgendetwas, um uns zu prüfen, um zu wissen, in welchem Niveau wir sind? Er braucht es, er weiß, in welchem Niveau wir sind. Aber er bringt uns diese Prüfungen, Leodia Kamach Chibatoshel Avraham, wie sehr Avraham geliebt ist. Um zu zeigen uns allen, wie stark Avraham Avinu war. Und manchmal auch, um zu zeigen, der Person selbst, dir selbst, du bekommst irgendwo eine Prüfung, um dir zu zeigen, in welchem Niveau du stehst. Manchmal jemand glaubt schon, er selber ist schon der große Zadik. Ich bin einer von denen. Und damit du ein bisschen von dem Baum, wo du geklettert bist, ein bisschen runterkommst, Gott bringt dich in einen Versuch. Nun, schau mal, ich bin überhaupt nicht in dem Niveau. Aha, das heißt, du bist noch kein Admor, kein Oberrabbiner, ja, ist der Bach Shem Molad. Und deswegen, manchmal für sich, aber auch manchmal für die anderen, weil manchmal können kommen Goyim und fragen, Moment, warum ist das Volk Israel das auserwählte Volk? Warum müssen sie das Land Israel erben und bekommen? Ja, ihr fragt eine Frage, Antwort, warum? Weil Abraham, Yitzchak, Jakob, die Väter, Maaseh, Avot, Siman, Lebanim, die Väter, sie haben, davor Abraham Avinu, ja? Abraham Avinu, Yitzchak und Jakob, sie haben diese Prüfungen bestanden, sie haben diese Tests gehabt, dass sie so aufgebaut hat, dass wir die Früchte bis heute essen. Und Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, er sagt noch was anderes. Das ist, manchmal es zeigt dir, um zu zeigen dir selbst, in welchem Niveau du bist oder den anderen. Und er sagt, dass wenn du siehst, je größer die Versuchungen bei einem Menschen sind, dann musst du wissen, dass dieser Mensch in einem sehr hohen und manchmal in einem höheren Niveau ist. Weil wem gibt man schwierige Versuchungen? Denjenigen, der das auch aushalten kann. Zum Beispiel jetzt in einer Schule, kommt der Direktor mit dem Schulinspektor, kommen rein. Und der Lehrer will sich wichtig machen, neben dem Schulinspektor. Er fragt eine schwierige Frage. Wen bitte jetzt diese schwierige Frage fragen? Den ausgezeichneten Schüler oder den Chico? Ausgezeichnet. Er fragt den ausgezeichneten Schüler. Nun sagt ihm, Avraham, sag mir jetzt, was ist die Antwort auf diese und diese Frage? Ja, Avraham weiß das. Warum fragt er ausgezeichnet Avraham? Weil er weiß, dass Avraham diese Frage beantworten kann. Und auch da Gott, je stärker der Mensch ist, desto eine stärkere Prüfung schickt Gott dieser Person. Warum? Um zu zeigen, dass er das kann. Um zu zeigen, in welchem hohen Niveau diese Person ist. Und es gibt einen Unterschied zwischen Avraham und Iov. Es gab noch jemand später, der auch starke Versuchungen gehabt hat, wo der Talmud sogar sagt, Gadol ha-ne'emar be'iyom yoter me'Avraham Avinu, ist das, was in der Schrift geschrieben steht über Iyom, ist höher als das, was über Avraham Avinu geschrieben steht. Avraham Avinu erst nach der 10. Versuchung steht geschrieben, jetzt weiß ich, dass du gotteswürdig bist. Iyom, schon von Anfang an. Hasamta libcha el Iyom, hast du gesehen, Iyom, dass er gotteswürdig ist? Nur das Problem bei Iov hat auch diese Prüfungen bestanden, aber er hat gejammert. Er hat gejammert, er hat verflucht, er sagt, verflucht sei der Tag, an dem er geboren ist und so weiter. Er hat nicht Gott geflucht, Iov, aber er hat sich selbst geflucht, den Tag, und er war sauer, er war traurig, er war nicht so wie Avraham Avinu. Avraham Avinu Amad Bekulam, er ist aufrecht gestanden bei allen Versuchungen. Und deswegen, auch wenn die Versuchung kommt, manchmal ist nicht nur die Versuchung durchzustehen, sondern auch wie du sie durchstehst. Bist du fröhlich dabei und weißt, das ist Gottes Wille, das ist das, was Gott gerade von mir erwartet. Gott will mir jetzt
eine hohe Belohnung geben. Gott will mich jetzt prüfen und mich erhöhen. Oder nur trotzdem, aber trotzdem bist du irgendwie sauer auf die ganze Welt. Wie stehst du bei dieser Prüfung? Wie Abraham Avinu oder wie Iob? Und deswegen, bei Shmona Esre, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Iob steht nicht geschrieben. Das heißt, Prüfungen sind was Gutes, was Starkes, aber wir sagen jeden Tag im Gebet, Alte Lieni Lideni Sayon, lieber Gott, ich bitte dich, keine Prüfungen. Warum? Veloli de Bisayon, und nicht zur Schande. Weil wir haben keine Kraft, Prüfungen durchzumachen. Sonst kommen wir zur Schande. Wir müssen beten, warum? Es gab eine Person, die einmal selbst gebetet hat, Gott, Bechaneni Hashem Venaseni. David der Melech, König David, hat gefragt, Gott, lieber Gott, warum steht geschrieben im Gebet, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Gott Abraham, Gott Yitzhak, Gott Yaakov, warum steht nicht geschrieben, Gott Davids? Sagt Gott, die habe ich versucht und dich habe ich nicht versucht. Sagt David, Bechaneni Hashem, prüf mich. Sagt Gott zu ihm, weißt du was, denen habe ich nicht gesagt, wo ich sie prüfen werde, aber dir werde ich es sagen und du wirst trotzdem nicht bestehen. Und am Ende David der Melech ist gescheitert in diesen einen Versuchen. Das heißt, wir müssen wissen, Moment von diesen Schuhen, wir müssen wissen, dass Prüfungen, Schwierigkeiten in unserem Leben sind etwas Gutes, sind ein Segen, sind etwas, was uns hoch erhebt. Aber trotzdem, wir bitten Gott, Gott bitte, bring uns keine Versuchungen, bring uns keine Prüfungen. Wir bitten und beten, dass es nicht kommt. Aber wenn es kommt, müssen wir wissen, wie sehr wir das schätzen müssen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.